Also ich sage immer, man muss Kinder behandeln wie Hunde. Ja, wirklich. Also mit Liebe, Respekt und Konsequenz. Es ist ja so, sowohl bei Hunden wie bei Kindern, dass man mit Motivation, mit der richtigen Motivation viel erreichen kann. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, irgendwie im Park, so Herrchen ist hier, Hund so 100 Meter weiter vorne, Herrchen ruft, Bello, komm! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Der Hund kommt dann auch sofort, das ist ihm ja auch peinlich. Peinliche Eltern haben brave Kinder. Kinder sind was ganz Großartiges. Ich habe jahrelang Nachhilfeunterricht gegeben, in Deutsch, was anderes kann ich ja nicht. Und da waren Kinder dabei, die hielten Dativ für das Gegenteil von da flach. Aber, das ist aber auch kein Wunder bei den Eltern. Ja. Die hatten ein Elterngespräch. Und dann sagte mit Kind, also Lehrer, Kind, Eltern, und dann sagte der Vater zu seiner Tochter, sag mal, du bist ja nicht mehr in der Lage, einen deutschen Satz grammatisch korrekt zu formulieren, wo Deutsch so wichtig ist in die heutige Zeit. Es ist ja, ich meine, das Leben besteht ja nicht nur aus Mathe und Deutsch, da gehört ja mehr dazu. Zum Beispiel gutes Benehmen. Es gibt jetzt in Berlin ein Experiment in der Schule, dass Kinder lernen da zum Beispiel den richtigen Umgang mit Besteck. Das hat auch schon erste Erfolge gezeigt. Die Kinder überfallen jetzt ihre Altersgenossen mit Messer und Gabel.